Was geht ab, ihr Luschen da draußen? Herzlich willkommen hier auf V2.0 mit mir, Xbox Sterbel. Und natürlich ein frohes neues Jahr für das Jahr 2015 wünsche ich euch. Und das ist auch natürlich hier gleich mein erstes Gameplay oder mein erstes Video wieder in diesem neuen Jahr. Und wie ihr wisst, wegen meinem Krankheitsfall bin ich jetzt momentan viel in Krankenhäuser, in Reha-Zentren und sowas unterwegs. Wegen meinem Rücken und daher gibt es so wenig Videos, aber wie gesagt, wenn es dann welche gibt, dann gute Videos. Und wie ihr seht, zeige ich euch hier Call of Duty Advanced Warfare, habe ich hier mal eine Runde gezockt. Falls ihr euch wundert, warum das Spiel hier die ersten 30 Sekunden fehlen, keine Ahnung, also mein Aufnahmegerät hat gesponnen und es fehlen, wie ihr schon gesehen habt oder bemerkt habt, 30 Sekunden vom Gameplay, also nichts Großartiges. Und ich spiele ja eine klassische Runde Herrschaft. Ich spiele eigentlich nur den Modus klassisch, weil alles andere kann man wirklich die Cut geben. Aber das ist alles gar nichts. Dieses Rumgejumpe, also was ich spiele hier Call of Duty, ist ein Ballerspiel. Ich will kein Gummibärchen Disney Game spielen oder was auch immer. Und egal. Und das, was ihr hier seht, das ist kein Campen, ja, das ist taktisches Vorgehen, ja. Egal, Leute. Egal, wie gesagt, ein Gameplay, was ich ja gespielt habe, kein großartiges Gameplay habe ich jetzt einfach so mal aufgenommen und das kam dann raus. Und ich mache mir hier mal ein paar Notizen, oder ich habe mir ein paar Notizen, besser gesagt, gemacht und zu Call of Duty Advanced Warfare. Ey, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Spiel fuckt mich so dermaßen ab. Ich bin jetzt momentan im 6., fast im 7. Prestige und ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele das Spiel so selten und es geht mir so dauernd auf den Sack. Aber bevor ich mir jetzt hier das Gejammer geben kann von mir für euch, dachte ich mir, ich sag nochmal hier den einen Hinweis, was ich schon mehrmals gegeben habe, Leute. Wenn ihr mir eine Sprachnachricht senden wollt, ja, lieber eine Textnachricht, Leute. Echt, was soll ich mit einer Sprachnachricht? Es ist sowas von unnötig, diese scheiß Sprachnachrichten, die ihr mir zuschickt. Und dann ist es immer uninteressantes Zeug, wie zum Beispiel, hallo, ja, erstmal, ich habe mir den Finger in den Po gesteckt und dann habe ich dran gerochen und es war so widerlich. Oder so unnötiges Zeug, was jemand mir zuschickt als Sprachnachricht. Hört auf damit. Ich spiele nur noch Xbox One fast, ja, die 360 ist so selten an. Und wenn ihr mir über die 360 eine Textnachricht schicken könnt, wollt oder macht oder tut oder dies oder jenes, ich kann sie auf der One auch lesen, aber Sprachnachrichten, mit sowas kann ich nichts anfangen. Hört auf, mir scheiß Sprachnachrichten zu senden, Leute. Echt, das fuckt dermaßen ab. Nur noch Textnachrichten, okay? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und wenn nicht, erwähne ich das in jedem Video, bis ihr das irgendwann mal versteht. Aber ist auch nicht böse gemeint, ja. Egal, das war mein Gemerker wegen der Sprachnachrichten-Sache. Weiter geht's natürlich mit Call of Duty Advanced Warfare. Eine Sache, die mich richtig abfuckt, habt ihr bestimmt schon gemerkt, sind diese Kiddies, ja. Kiddies sind es nicht, das sind alle eigentlich, machen das. Stellt euch das so vor, ihr spielt gerade eine Runde, die Runde ist vorbei und dann könnt ihr wieder zurück und könnt für die Karten abstimmen. Was machen die meisten Leute? Die stimmen nicht ab, welche Map als nächstes kommen soll. Die wechseln ihre Klamotten, wechseln die Farben von den Waffen und das wirklich jede beschissene Runde, nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder. Wie doof kann man sein, wir spielen hier ein Baller-Game und kein, was weiß ich hier, Barbie oder irgendwelches Umziehspiele. Leute, hört auf damit, das nervt dermaßen, das ist abnormal. Du hockst da, willst eine Karte und dann siehst du die anderen im Hintergrund, die ganzen Figuren, die da rumstehen. Der eine hat einfach mal eine blaue Hose an, der hat jetzt ein rotes Emblem, oh, der hat jetzt eine grüne Waffe, oh. Jede Runde wird gewechselt, Alter. Jede verfickte Runde wird gewechselt. Aber, egal. Das ist Punkt 1, was mich so richtig abfickt. Ja. Kann man so sagen. Kleine Kinder mit Piepstimme, das regt so ab. Das regt richtig auf. Es ist abnormal, die hören da, die stehen da und spielen. Harry, ich hab dich gerade erschossen. Du bist tot. Was, Mami? Ich soll ins Bett. Ich mache noch 20 Runden, dann komm ich. Ja, egal. Und noch eine andere Seite, wenn man einen guten Lauf hat im Spiel, ja, bricht das Spiel meistens ab. Ich weiß nicht. Ich einfach nur beschissen. Immer wenn man einen guten Lauf hat, gehen sie alle raus und bupp, stürzt das Spiel ab. Über das Messern in den Modus infiziert. Ich spiele, wie gesagt, den Modus infiziert spiele ich gerne und ja, klassisch Herrschaft. Das ist das einzige Beispiel. Aber bei infiziert, wenn ihr da mit dem Messer nicht direkt an jemand wirklich dran klebt und messert,
dann funktioniert es nicht. Sogar wenn ihr meistens dran klebt, funktioniert es nicht. Das ist so dermaßen scheiße gemacht. Aber egal. Eine weitere Sache ist, habt ihr auch schon bestimmt alle gemerkt hier, wenn ihr springt beim Spiel, ohne Scheiß, wenn ihr springt, wenn ihr rumjumpt wie ein scheiß Gummibär, also im klassischen Modus, wo ihr nur ganz normal jumpen könnt, seid ihr auch unsterblich, ey. Was ist denn das hier? Junge. Ein weiterer Punkt natürlich hier, ihr macht die erste Runde voll Hammer, geht voll brutal ab, macht 40, 50 Kills in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde die gleiche Gegner, die ficken euch dann. Die waren davor total scheiße und jetzt ficken die dich, Alter. Das ist abnormal, was da abgeht und wie das Spiel da funktioniert. Das Spiel denkt sich bestimmt Call of Duty, denkt sich, ja komm, der Typ hat jetzt eine Runde lang 40, 50 Kills gemacht. Jetzt zählen seine Kills nicht mehr. Lassen wir einfach die Kills daneben gehen und der andere jetzt die Kills. Das ist doch echt krass, Alter. Camper, braucht man nicht drüber reden, Alter. Und das System hinter COD ist nur schwach und... ein gutes Beispiel dazu ist, dass... Wenn ich jetzt ein Spiel verlasse und gehe in ein anderes Spiel rein, ich komme wieder immer das gleiche Spiel rein. Immer, wenn ich suche, ich lande trotzdem immer in das gleiche beschissene Spiel. Immer wieder, ich gehe raus, weil ich darauf keinen Bock habe, auf die Leute, die hier drin sind. Geh, mach neues Spiel, komm, lande wieder hier drin. Ich mache das 5-6 Mal und trotzdem lande ich immer wieder hier drin. Ich weiß nicht, das System rafft das nicht, dass ich nicht mit diesen Leuten spielen will, aber... Und wenn man einen Lauf von der Sitzung beitritt, ist es dann schon entschieden und man kommt meistens oder zu 99% immer in die... in das Verliererteam rein und das kann ja nicht angehen hier. Und was ich auch noch richtig geil finde ist, wenn ihr auf jemanden schießt bei Call of Duty, dann hört man das ja, das macht dann immer so irgendwie so ein komisches Geräusch, dass ihr den auch getroffen habt. Und ich schieß drauf, das macht die ganze Zeit bestimmt das ganze Magazin, aber er stirbt nicht, er macht dann einmal und weg bist du, Alter. Ein Schuss von denen ist mehr wert als ein ganzes Magazin auf die Fresse, Alter. Das gibt's ja nicht. Ich habe bei Call of Duty sowieso die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf den Schuhbändel schießt, ja, da mehr Schaden anrichten kann, als wenn man auf jemanden seinen Kopf schießt. Das ist kein Witz, Leute, ist eher eine Scheiß. Wenn ihr jemanden umbringen wollt, einfach auf die Schuhbändel schießen und ihr habt auf jeden Fall den Kill. Schießer. Meine Güte, ey. Das reicht, Alter, glaube ich, heute für den fürs Anfang. Ich mache hier langsam mal Schluss, sonst kommt nur noch Scheiße raus, wenn ich weiter laber. Oder, jetzt habe ich noch 2 Minuten. Ja. Ich kann noch genug meckern. Weiterer Punkt bei Call of Duty Advanced Warfare ist Akimbo-Waffen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Akimbo-Waffe getestet habt bei Advanced Warfare, aber wenn ihr die Akimbo-Waffen in der Hand habt, ja, die schießen besser und gerade und präziser als jede andere Waffe im Spiel. Das ist abnormal. Das ist echt abnormal. Und Geschütze. Über Geschütze brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Ne? Geschütze, manche funktionieren, manche stellt man hin und dann machen sie richtig schlapp. Also die Nase wieder unten. Ey, was soll denn das? Entweder funktionieren die scheiß Geschütze oder gar nicht. Hier seht ihr links. Ich habe mich da hingebeugt. Also ich liege da an der Ecke. Der Typ ist auch immer die ganze Zeit drin, aber der kriegt mich nicht. Der ist so blöd. Das ist auch wieder hier ein Punkt, Leute. Ey, macht doch die Augen auf. In jeder Ecke hört einer. Hier musste ich mich hinhocken, damit ich den anderen den Heli hier lenken kann, aber ja, wie gesagt, Geschütze, guckt euch das an, bam. Die ganze Zeit steht der Typ da drin, hat mich nicht mal einmal gesehen. Aber Geschütze, darüber braucht man nicht zu reden und diese Anzeige von wegen, wie viel Power die Waffe hat und wie viel die Power die Waffe hat, ist auch unsinnig, weil wenn eine Waffe gerade mal 20 Stärke hat und die andere nur 3, macht die 3 irgendwie bessere Kills als die mit 20, ohne Scheiß. Ich weiß, ich habe jetzt nur gemeckert und gejammert, aber viele von euch, die jetzt das Problem kennen, werden mir zustimmen. Alle anderen, die Call of Duty anbeten und alles andere, die sagen, laber doch kein Scheiß, Call of Duty, best game ever, bla bla bla. Leute, ich sag euch nur hier meine Meinung, ich sag euch meine Meinung zum Spiel und sonst nichts. Wenn ihr euch angegriffen fühlt wegen dem Spiel hier, wegen meiner Meinung, dann ist selbst schuld. Egal, Leute, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und seid gut ins neue Jahr gekommen. Schön, dass ihr euch wieder hier meine Videos anzieht. Ansonsten, Leute, heißt es wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Peace and out.